Ja Leute, was geht's wieder? The Devil of Tanks, willkommen zu einem weiteren Part. Let's play World of Tanks Tier X Matches. Und ja, wir sind jetzt mal wieder schon zum Ende der 10er angekommen, weil Artillerie haben wir ja nicht mehr. Und ihr seht, Objekt 268, staubig. Nein, Scherz, staubig ist er nicht, aber ich fahre den ja gar nicht. Der ist bei mir nur in der Garage drinnen. Wieso ich ihn nicht fahre, wundert mich eigentlich auch, ehrlich gesagt, aber der 263 gefällt mir dann eher, um die Mission zu erledigen. Vielleicht werde ich den mal wieder rausfahren, ich weiß es nicht. Zumindest will ich, dass ich irgendwann mal schaffe, von jedem der 10er, die ich halt habe, ein WoT-gutes Match Replay rauszuholen, weil das wäre für mich sozusagen mein kleines Ziel hier von den 10ern, weil die sind schon ziemlich anspruchsvoll und ja, mit den Replays will ich euch halt zeigen, was diese Panzer so genau können, wisst ihr? Das ist halt wichtig, was damit ihr wisst, was wie läuft, ne? Artillerie ist unwichtig, das könnt ihr mal zur Seite schieben oder in den Müll, wohin auch immer, denn die AT ist komplett unwichtig. Aber diese Panzer, Scouts, Medium, Heavy und TD sind wichtig. Genau. Ja, wir legen gleich los mit dem Objekt 268 ins erste Match. Ihr seht schon, zwei Skills haben wir, dritten haben wir auf 80% jeweils schon. Bei zwei Leuten fehlt da noch 1%, aber ich glaube, das haben wir in diesem Match schon geschafft dann. Und ja, gestern kam ja gar kein Video, das, ja, keine Ausreden oder sonst was. Ehrlich gesagt, habe ich selber für mich gezockt, habe den Objekt 34-2 weitergelevelt. Keine Sorge, bald müsst ihr ihn nicht mehr tragen, der ist dann auch schon weg. Ich frage mich schon, wie lange ich an dem zocke. Der ist ja schon echt lange hin. Ich meine, würde ich jetzt ihn kontinuierlich weiterzocken, so richtig durchsuchten, dann würde es wahrscheinlich schneller vorankommen, aber, also vorangehen allgemein, aber nein, ich bin nicht so derjenige, der viel mit einem Panzer spielt, weil ihr wisst es bestimmt selber, je öfter man mit demselben Panzer spielt, desto schneller wird es halt langweilig. Selbst wenn du gute Matches hattest, also das ist unwichtig. Und ja, deswegen spiele ich auch immer unterschiedlich mit dem WZ-111 hauptsächlich, mit dem T-450 nicht hauptsächlich, aber ja, halt will ich eigentlich spielen, weil weiß was ich, also ich will den sechsten Sinn holen, genau. Und das ist halt wichtig. Und die Waffenbrüder mache ich ja auch gleich hinterher, als einen Skill halt durch. Okay, was machen meine Kollegen? Mir gefällt halt meistens nicht, wie die Kollegen gerade fahren. Schau ich das an, die fahren nach links. Wieso? Why? Wieso? Tank Leader gets 20 Rate. Und wieso auch immer das gerade geschrieben hat. Ihr seht, ich bin ziemlich flott unterwegs, also bin ich sehr happy mit dem Panzer. Also schlecht ist er nicht, aber er ist auch sehr guten Tarnwert. Ich hoffe, den hat er noch ungefähr beibehalten können. Das wäre natürlich richtig traurig. Na, bisschen weiter vor, bisschen weiter vor. Bis ich natürlich was sehen kann. Beleidigend. Seine Schüsse treffen normalerweise immer in Schwarze. Ich hoffe, das war nur ein Missgeschick. Ja, er steht schon zu weit vorne. Merkt man ja zufällig. So, aber nicht ablenken lassen. Ich versuche immer die Gegner so analysieren zu können. Zu früh geschossen, unglaublich. Ja, natürlich wurde ich jetzt gespottet, aber zu früh geschossen, unglaublich. Ich glaube, der ist weitergefahren. Das kann man nie wissen, ne? Mal sehen, ob wir das jetzt nochmal besser machen können. Die Scout sehe ich nicht. Hat sich wohl versteckt. Boah, ich hoffe, der hat mich nicht gesehen. Ich hoffe mal nicht. Ich hoffe, dass er wieder hochfährt. Wie so ein Trottel. Das ist der gute, der Panzer, das ist der gute Tarnwert, aber naja, ich wollte schon schießen. Das ist doch nicht dein Ernst. Das kann doch nicht sein. Geht doch, aber ich bin alleine hier im Koffer 4. Wird anstrengend für mich sein. Vor allem gegen die Gegner, gegen die ich nichts machen kann. Teilweise. Mal schauen wir mal. Hat nicht gereicht, ja. Lassen wir mal den einen Mixer aussehen vor.
Ja, lass mein Munitionslager bitte in Ruhe. Oh, ich kann mich nicht reparieren. Aber ja. Scheiß Match, sage ich Leute, einfach. Und woran liegt es? An den Heavies. Naja. Das war mal ein erstes schönes Match. 200er kämpfen gegen 300er. Nicht schlecht. Das heißt, wir haben beide eh verkackt. Beide Flanken. Was mich halt stört, dass diese zwei Schüsse da nicht gegen, also nicht richtig reingegangen sind, weil das war ja richtig lame. Aber der Gegner hat voll den Vorteil. Was ich mir sehr viel wünsche für später, weil WoT mal ein bisschen erwachsener wieder wird, weil die sind gerade im Moment voll kindisch, dass sie das Matchmaking, beziehungsweise nicht das Matchmaking, sondern den die Balancierung von Skill, geskillten, nicht geskillten Leuten etwas besser machen, weil sowas wie 2-9 sollte niemals rauskommen. Es sollten schon gleichberechtigte Teams rauskommen. Das heißt, ich glaube sehr, sehr gar nicht daran, dass es jetzt gerade Fair Teams sind, weil in der anderen Seite sind bestimmt Leute, die viel mehr Skill haben, was Treffen angeht und so weiter. Und unser Team sind halt drei Opfer, die hier im Zug sind und nichts können. D100 hier spielt wie so ein Spacken, weiß nicht, auf wen er schießen muss. Zielt mit seinem Turm, repariert ihn nicht mal. Wahrscheinlich hat er schon was repariert von sich. Der hier, keine Ahnung, was der macht, wieso er da steht. Also gut, ich beurteile gerade nicht die Spieler, aber ich sage einfach nur, bestimmt sind die keine richtig guten Spieler. Bestimmt werden die das auch nicht sein. Das werde ich mal kurz auch nachschauen. Die 200er und den IS-7 gerne. Interessieren mich sehr. Ich schaue mal gerne ihre Stats an. Ungerne sowas, aber ja, ich schaue einfach mal an, wie gut die sind, die Spieler. Vielleicht hatten sie jetzt gerade ein schlechtes Match, aber da ist, glaube ich, teilweise nicht. Okay, er kam bei einem Medium nicht durch. Boah, da kam Gold von hinten. Jetzt stirbt endlich. Er rammt ihn jetzt von hinten. Hat ihm aber nicht viel gebracht. Jetzt zu detain. Wunderbar. Die Artillerie hat einen Ring. Ich frage mich, wie man mit der Artillerie überhaupt Ringe bekommen kann oder Sterne oder sonst was. Das ist das abscheulichste, die abscheulichste Kreatur und trotzdem kriegen da viele Leute irgendwie ihren Skill hin. Aber nur bei der Arti, ne? Im Spiel können die dann nichts, die Spieler. So, gleich haben wir es auch geschafft. Das war 2 zu 15, Leute. Das nennt ihr ein gutes Spiel. Weiß ich nicht, ob das gut ist. Ich habe Leute, habe heute zum Beispiel Leute getroffen im Spiel. Ich spielte mit meinem IS, genau, meinem 7er, mein Lieblingspanzer. Habe ich als Kollegen, also als Teamkollegen, einen Tiger 1. Ist ja schon mal nicht schlecht. Er hat angefangen zu spielen. Das erste, was er natürlich macht, er fährt erstmal mit der Menge mit, also Lemming, ne? Dann frage ich ihn, wieso fährst du erstmal dahin? Kommt keine Antwort von ihm? Ich so, ja, okay, kommt halt keine Antwort von ihm. Danach, was kommt von ihm? Ich sage ihm, wieso schießt, weil er schießt danach auf Gegner mit HE-Munition. Denke ich mir, wieso schießt du mit HE? Okay, da seht ihr, 4000er Wertung, 9000 Matches, alles klar. Nummer 2. Ah, das war glaube ich sogar der erste. Nummer 2. Ah, der hat eine bessere Wertung, aber dafür so gut flattert er. Bisschen, ja doch, der ist bestimmt ganz gut unterwegs, nur hat halt nicht Glück gehabt. Und der IS-7 zum Schluss hier noch. Huh, schaut euch das an, 22.000 Matches und solche Wertung. 2.700er, das ist ja ein Bot und ist ein ungarischer Clan, in dem er spielt. Meine Güte, ja, Minus haben wir gemacht, viel. Oh, je, je. Okay, wieso hat er keine 80%? Na, da fehlen noch doch 230 Erfahrungen. Ja, hätten wir das ein bisschen mehr rausgebaut. Ich schaue schon gar nicht auf meine Statistik, weil da hat man schon gleich gesehen, ich habe mehr Damage gemacht als die drei zusammen wahrscheinlich. Also ihr seht, einer von den drei war gut geskillt, also was persönliche Wertung angeht. Aber dennoch, ja, war nicht gut genug, sag ich mal so. Er stand da, da waren die 100er da. Gut, ich kann das nachvollziehen, weil die 100er hatten wahrscheinlich Gold geschossen. Ich habe heute schon einen deutschen Gold-User gefunden. Und ich habe einfach nur gesagt, ja, reported, ne? Weil er Gold nutzt. Und er sagt dann deine Mutter, ne? Beleidigt mich gleich. Und dann ist es halt ein bisschen eskaliert. Und dann hat er sich
gleich mal verzogen in sein Nest und hat weiterhin mit Gold geschossen natürlich. Und wisst ihr, ich gebe ihm noch auf 300 Meter Entfernung, 100 gegen 100 auf 300 Meter Entfernung, selbe Topkanone. Ich schieße ihm auf sein Dach. Ihr wisst schon, dieser E100 hat ja auf seinem Turm so eine kleine, ja, so eine längliche, wie soll ich sagen, so einen länglichen Nippel, genau. Das hört sich gerade voll komisch an, aber ist halt so. Hat so einen länglichen Nippel und diesen kann man ja treffen, wenn man weiß, dass man da hinschießen kann. Den kann man ja treffen. Und er stand halt ein bisschen so zurück, ein bisschen an einen Berg gelehnt und dann hat man seinen ganzen oberen Dach gesehen. Und da hat er schon mal Arschkarte gezogen, weil ich habe dann die Möglichkeit rausgenommen und habe ihn drauf geschossen, ne? Und er schießt halt mit Gold auf mich in die Maske, egal wohin er schießt, konnte bei mir durch. Und das ist natürlich scheiße und unfair auch gleichzeitig. Ich muss gucken, wo der überhaupt ist, weil ich komme gerade nicht klar. T-54 Light Tank. Also hier habe ich sicher auf jeden Fall. Also habe ich, genau. Deutsch ist klar bei mir. Mal sehen. Ich würde sogar ein bisschen mehr Matches machen, wenn es hier halt wirklich kacke läuft. Ich demonstriere gerade, was ein TD eigentlich für eine Aufgabe hat. Klar, ich soll hier hinten stehen und also ich sollte eigentlich nicht hier hinten stehen. Ich sollte ja als Unterstützungspanzer dienen. Das ist ja schon mal klar, weil campen soll ich hier nicht wegen mir und Damage machen, sondern ich versuche so meine Leute so gut wie möglich zu unterstützen. Ich bin in seinen Seitenturm auch geprallt. Logik. Aber egal, lass mal das mal da, weil wahrscheinlich habe ich ganz nah an seine Maske getroffen. Was natürlich gleich mal cheesy ist, gefehlt ist. Der hat angefangen zu brennen. Und der Skull ist alleine, ist, dass er alleine ist. Alleine, alleine. Er hat mich nicht mehr gesehen, habt ihr das gesehen? Er hat mich nicht einmal gesehen, dass ich hier rausgefahren bin. Das finde ich halt richtig geil an seiner Tarnung. Ja, du bist Arschkarte. Also steht da irgendwo komisch. Ja, die wird mich eh nicht treffen können. Oh, wunderschön, oder wieder getroffen. Das ist halt das Geilste an dem Panzer. Das empfehle ich euch. Auch wenn ihr Büsche seht oder sonst was, nutzt die Büsche. Diese Büsche, das ist der Panzer. Ich weiß nicht, wieso er so einen guten Tarnwert hat, aber das macht den Panzer halt so speziell, wisst ihr? Jeder Panzer hat irgendeine seine Besonderheit. Er kann tanken, aber geringfügig. Also wenn man hier auf die Spitze irgendwo schießt bei dem, ne, dann klar, kommst du nicht so leicht durch. Aber irgendwie auch doch. Und dann denkt man sich, komme ich oder komme ich nicht durch jetzt? Der IS-7 ist da rausgefahren. Bei 5, ja, das sieht nicht so schön aus für uns. Ich habe sogar das Gefühl, dass der E7 gleich hier runterkommen wird. Also hier auf diese Seite fahren. Sicher bin ich wieder nicht. 2,7, eieiei, das ist schon ein trauriges Punktestand. 2,8. Ui, da können wir echt einen langen Part draus machen. Finde ich sowas nicht cool eigentlich, aber. Na, was soll man machen, ne? Und das war doch ein ganz guter Treffer. Nur vor ihm geschossen, schön getroffen. Habe ihn wahrscheinlich schön ein Höschen machen lassen. Ja gut, das bringt mir jetzt da gar nichts hin, wie hier rumzustehen. Werden wir mal aktiv hier. Aber wie aktiv können wir denn werden? Ja, so aktiv können wir werden. Mit anzünden bin ich sehr zufrieden mit. Ja, lasse ich erstmal brennen. Und sterben und brennen und sterben und brennen. Wunderschön. Und dann werden wir mal sehen, wie es laufen wird, hier weiterhin im Text. 3,10. Ja. Ich schaue nur auf Damage. Mir sind die Kills eigentlich völlig unwichtig, denn das ist die Aufgabe von meinem Team. Die überlasse ich denen auch gerne. Hätte ich es eigentlich abdrücken können, aber. Ja, könnte ich, mache ich. Wunderbar, haben wir schon mal einen 10er genutzt. Da steht nur noch ein 110er bei uns. Mal sehen, mein Geschütz kommt leider nicht so hoch. Dafür ist mein Panzer nicht konfiguriert worden. Noch nicht, sage ich mal. Wäre schön, wenn, aber ist nicht.
Ja, Kollege, ich würde aufpassen, wie du auf mich rausfahren willst. Das könnte dir dein Todesurteil benutzen, genau. Ja, ich sehe da nichts. Ja, meine Kette kannst du dir sonst wohin schieben. Denn ich habe da keine Angst vor. So, fahr mal gescheit ran, damit wir auch wirklich geschützt sind. Ich bin der Letzte hier, der noch lebt. Viel machen kann ich nicht mehr. Ja, wenn der Kerl hier runterfällt, dann ist sein Problem. Aber ich glaube, wir drehen uns einfach um, weil da gibt es noch Damage zu machen. Nein, natürlich nicht. Muss vor dem IS-4 abhauen ein bisschen. Ja, bei mir kommen jetzt viele durch auch, aber ja, was soll ich machen? Was soll ich denn machen? Nur so ein bisschen Damage noch eindrücken. Ja, der T92 muss ich bei mir gar nicht entschuldigen. Wir versuchen hier einfach unser Bestes. Wow, der Typ ist fast umgekippt. Liegt bei ihm wohl nicht so gut. Und der Batchat hat mich noch getötet. Achso, der kam von oben. Na gut. Hui, das war 2 von 3. Schon mal richtig schlecht. Wir schauen uns wieder den Damage an. Da wissen wir, wer hier am meisten gemacht hat. Und Katsching, 4000 Damage. Und ich habe nichts gemacht. Der T92 hat auch. Der T92 hat besser gespielt als die alle zusammen. Als sie alle 13 zusammen hatte. Besser gespielt. Ich glaube. Ja gut, nein. Ich würde schon ein bisschen übertreiben, aber er hat schon besser gespielt als sie alle zusammen. Okay, noch immer noch keine dreifache Erfahrung für den Panzer. Aber Damage haben wir gemacht, bin ich zufrieden. Ich bin ja nur als Unterstützungspanzer da. Ich kann normalerweise können Scharfschützen nicht kämpfen. Die sind nicht fähig dazu. Sie stehen da und schießen und machen halt den Heavy Damage, aber sonst nichts. Töten tun dann die anderen, denke ich mal. Du unterstützt halt nur von hinten. Das heißt, du gibst denen Rückendeckung. Das heißt, wenn ein Panzer, Medium oder Scout oder wer auch immer bei denen von hinten kommen will und sie abknallen, da stehst du halt aus einer Entfernung von 300 Meter oder 400 und schützt halt ihren Rücken. Das heißt, wenn die Scout sich hinter ihnen hinstellt und sie abknallen will, dann schießt du und Katsching hast du wieder deinen Coin, weißt? Und so hast du halt, so bist halt du Unterstützer, weißt? Und wenn du keinen Unterstützer machst, sondern nur für dich so, ja, ist mir scheißegal, wieso muss ich auf den jetzt aufpassen und so weiter. Ihr wisst schon, das Spiel hat sozusagen keine Regeln eigentlich, weil es random ist, aber im Kopf sind es schon Regeln, die man hat, normalerweise. Als erfahrener Spieler hat man schon Regeln im Kopf, die man sich normalerweise schon sehr schnell einprägt. Zum Beispiel als Scout mache ich einen Spot dann, wenn die Leute in Position sind, dann, wenn sie schießen können, dann, wo ich selber irgendwie noch was mitmachen kann, weiß es nicht. Scouts erledigen ist natürlich deine Priorität. Deine Leute können dir natürlich dabei helfen. Natürlich musst du damit aufpassen, dass deine Leute dich nicht treffen, dass du nicht in das Zielvisier von deinen Leuten hinfährst. Also es spielen sehr viele Faktoren damit. Nur halt viele halten sich nicht daran. Deswegen gehen auch viele Clan und Clan-Matches und Clan-Fights und so ab. Aber ich kenne das ja nicht, weil mein Clan ist nur Fun. Wir machen halt nur Züge und so weiter. Das ist halt nichts Besonderes. Aber wäre halt richtig geil, wenn ja gut, später irgendwann mal wird bestimmt noch was passieren, aber ihr seid ja schon bestimmt auch in einem Clan, habt ihr alle schon Bollwerk und so Clan-Gefechte und so weiter. Da wisst ihr, komplett ist das ein ganz anderer Unterschied im Gegensatz zu Random hier. Weil Random bist du auf dich allein gestellt. Außer du hast echt Kollegen, die dir den Arsch wortwörtlich retten können. Und Kollege, du bist schon zu viel. Zu viel ist nicht gut hier. Das ist der IS, irgendeiner. Zwei Schüsse gingen ins Leere. Ob da noch jemand war, weiß man nicht, aber auf jeden Fall gingen wir ins Leere. Oh, der wurde da sogar sehr schön abgeknallt. Oh, Artillerie hat jetzt den Fetten fahren lassen. Mal sehen. Also ich sehe nichts leider als Zehner. Ja, bei uns wurde ja alles reduziert, ne? Wie ihr wisst, was Sichtweite angeht. Oh, ich bin zu nah. Wow, das hat mir Angst gemacht gerade. Am besten ist, wenn man diese Steine, hinter denen man sich verstecken kann, einfach mal so zerschießen kann. Weil dein Geschoss, den du da hast,
Der macht Leute mal schnell. Also macht ganze Gebäude kaputt normalerweise, dieses Geschoss. Deswegen denke ich mal, könnte es auch Steine zerbröckeln lassen. Ob die Entwickler aber jemals drauf kommen, weiß ich nicht. Ich weiß ja nicht, was die Havoc Engine so zu bieten hat. Das ist natürlich das, worauf alle warten. Weil noch wollen sie die. Ja, die haben noch gesagt, bis zur Havoc Engine dauert es noch 5 Patches oder so. Weil die haben da noch für viel zu tun. Obwohl sie das angekündigt haben, dass wir dieses Mal jetzt schon rauskriegen und so weiter. Aber klar, kann ich nachvollziehen, das ist das kompliziertes Ding. Lass man den Entwicklern ihre Zeit. Und es ist wieder noch so eine scheiß Niederlage aus, was mir gar nicht gefällt. Oh, jetzt sehe ich etwas, aber ich werde wahrscheinlich gleich gespottet. Und ich konzentriere mich auf ein Ziel. Ja, fahr ein bisschen nach hinten. Nein, willst du nicht? Ich kann auch nicht dahin schießen. Obwohl, ich stehe doch gar nicht so schlecht. Ich muss noch auf die Minimap ein bisschen gucken. Ja, ich habe mich ein bisschen schlecht hinpostiert, weil ich habe auf das Team jetzt nicht geguckt gerade. Man kann nicht immer aufs Team gucken und das analysieren, aber. Oh, da kommt einer von uns. Etwas riskantere Wege, sage ich mal so. Ja, ist er gleich gestorben dadurch. Das ist nicht mal Lorraine. Ich verstehe gar nicht, wieso so viele Leute mit der Lorraine so schnell sterben. Und ich wurde gespottet. Gespottet wurde ich. Ja. Fahren wir erstmal hier weg. Ja, siehst du, alle beschweren sich über die 10er mit Goldmunition. Kann ich es nachvollziehen? Ja, ich kann es nachvollziehen, aber. Sind halt immer diese 80% von Spielern, die benutzen einfach Gold. Seien es kleine Kinder, seien es erfahrene Spieler, seien es nicht erfahrene Spieler. Alle nutzen Gold, weil sie denken, das ist etwas Normales. Was es aber nicht ist. Oh, nice. Also, nein. Den will ich nicht reparieren. Den will ich definitiv nicht reparieren. Ja, du Kollege, hast mir einen Richtschütz mein Ladeschützen weggenutzt, aber. Oh, scheiße, jetzt kann ich wieder zurückziehen. Abgeprallt! Tanking like a boss! Das war zu überreagiert. Aber ist nicht so schlimm. 8-4 sieht noch ganz okay aus. Mir gefällt aber die Map nicht für den Panzer, ehrlich gesagt. Ehrlich gesagt, gefällt mir die Map nicht. Denn das wird so schrecklich. Ja, mach mich fertig, komm. Aber meine Kollegen machen gar nichts, ne? Doch, sie machen was. Wunderschön. Ich meine, Damage kann ja jeder verteilen, aber. Schutz ist auch wichtig. So, TM95, T30 sehe ich da unten bei K7. Stehen die also an einem Fleckchen. Ah, so viel AIDS wünsche ich den Artie-Spielern. So viel AIDS. Ich hoffe, sie verrecken dabei noch heute, die sie es bekommen haben, Alter. Ich hasse Artie-Spieler über alles. Und wisst ihr, ich bin der Einzige, der hier aktiv versucht jetzt gerade was zu machen. Ich werde getroffen. Ich alleine. Wetten, jetzt kommt der Leopard, weil ich auf den IS-8. Seht ihr, ich spiele hier schon offensiv. Schon zu offensiv bin ich. Und das ist scheiße. Ich spiele schon viel zu offensiv. Oh, Chat, der kassiert. Ich spiele schon viel zu offensiv und nicht fertig. Kassiere dafür sehr hart. Muss mit meinem Leben sehr hart bezahlen. Habe jetzt gerade auf wie viel tausend kassiert. Der Leopard wird mir auch noch Druck machen, wenn ich den jetzt. Wenn ich mich jetzt durch den gespottet habe. Anscheinend war es egal. T30. Wenn er ein bisschen nach hinten fährt, haben alle hier etwas davon. Ja, ich sehe gar nichts. Ja, mein Schuss fliegt zu lange. Ich beschwere mich über die Panzer nicht. Also der Panzer ist kein schlechter Panzer. Nur halt mit dem lange zu spielen wird halt auch sehr schnell langweilig, sage ich mal so offen.
Wird aber halt mit jedem Standard. Ach man, ich kann nichts machen. Ja, die Arti hätte ich killen können, weil die hat mir richtig was reingedrückt, ne? Aber ich dachte noch zu lange nach. 5, 4, 3. Na gut. Drehen wir noch zwei Runden, denke ich mal, weil das war jetzt endlich mal ein Sieg und zwei fette Niederlagen hintereinander. Das ist nicht so toll, weil wir wollen hier was lernen von den Panzern. Ja, ganz schlecht haben wir hier Damage machen können. Zwei Matches, wo wir verloren haben, Top Damage fast. Aber jetzt, wo wir gewonnen haben, kein Damage. Seht ihr, das wendet sich ganz, ganz schnell. Okay. Wisst ihr, was auf dieser Map fehlt? Dass die, anstatt dass man hier ins Wasser reinfahren kann, dass sie auch hier so einen fetten Hügel hinbauen und dass man sich hier gegenseitig beschießen kann, weil das ist von unfair. Du fährst, die Scout spottet, alle beschießen sich hier und du hast Arschkarte. Ich frage mich jetzt gerade, wo kann sich ein Scharfschütze hinstellen, ohne großartig Probleme zu kriegen? Gut, wenn die Arti, wenn die Scouts nicht da sind, dann geht's ja. Da kann man sich hier an den See hinstellen und das war's. Aber Scouts sind da und zwar drei Stück und die sind sogar noch im Zug und ich bin mir ganz sicher, die fahren dahin, wo man sie ungern haben will. Und wenn man da einmal gespottet ist, bei dem See, wisst ihr was, ich demonstriere es einfach, weil das ist so, weil das einfach, weil ihr werdet sehen, also ich hoffe, ich überlebe es da, aber weil die Tarnung ist halt hier sehr hoch. Ja, dreh mich, komm. Seht ihr alle scheißen, wie sie drauf spielen wollen. Allen egal. Gut. Wohin könnte ich mich denn hinstellen? Okay, der E100. Ah, okay, wir haben schon mal die Stadt verloren. Sieht sehr interessant aus. Wir stellen uns erstmal hier hin. Sagen wir mal, wir stellen uns erstmal hier hin. Hier sind wir ganz schön am Rand. Leider sehen wir nicht viel, weil darüber gucken können wir schlecht. Busch haben wir teilweise genug, zwar ist dieser Busch hier ein bisschen zu weit auseinander, aber sonst hätten wir genug was zu sehen. Natürlich müsste man von dieser Seite spotten für mich, aber ja. Wir wollen hier nicht zu viel verlangen vom Spiel. Der Objekt 263, der geht mal ganz alleine in die Stadt. Er wird drei Heavys wahrscheinlich zu sich bekommen, aber sicher bin ich mir da nicht. Oh, ich hoffe, der hat mich nicht gespottet. Gott sei Dank nicht. Seht ihr, ich habe ihn gespottet. Ja, nicht mich, sondern ich ihn. Das finde ich schön. Seht ihr, die Tarnung hat halt echt gebraucht. Gebraucht, wollte ich schon sagen, aber gebracht hat süß. Ich stehe da, schön, zufrieden. Ohne Probleme, da ist eine Scout. Das ist das Problem, wenn die Scouts zu den Zügen fahren, hat man halt die größere Arschkarte. Deswegen bewege ich mich auch nicht so viel, wisst ihr. Warte auf den Moment, da seht ihr schon wieder die Scout. Kassieren will sie nicht. 200 Meter, Leute, 200 Meter. Ich bewege mich nicht, ich bleibe einfach da stehen. Wundervoll, wundervoll. Sie muss kassieren. So. Der 263 ist down. Wisst ihr was, jetzt wird es mir ein bisschen zu brenzlig hier, weil ich sehe gerade, lange Chancen zu überleben habe ich hier nicht wirklich. Deswegen begebe ich mich ein bisschen zurück. Stelle mich ein bisschen dahin, wo ich am besten schießen kann. Seht ihr, der Kerl hat nicht mal gemerkt, dass ich da war. Der merkt es einfach nicht. Tarnung ist einfach legendär bei dem Panzer. So. Gut, schlechtes Beispiel konnte ich hier jetzt euch zeigen, weil im Moment sind alle komplett für den Arsch gefahren. Wieso auch immer die Heavys dahin fahren, wo sie nicht hinfahren sollen, aber naja, das kommentieren wir mal nicht. Okay, das ist eigentlich auch ganz gute Position, weil hier wird dich keiner spotten, großartig. Hauptsache ich sehe halt bis da hinten irgendwo. Ich wäre schon zufrieden, wenn ich hier maximal 410 Meter sehen könnte, maximal, also mit allen Schnickschnack drum und dran, aber ...263 und wurde ich gespottet? Nein, kein, mein Lämpchen ist aus. Es sagt nein. So, wir haben schon zwei Zehner verloren und einen Achter. Ich habe jetzt noch den Achter getötet. Ah, unser Kollege ist versunken. Kein Wunder, dass er versunken ist, ne? Also verreckt. Okay, da steht hinter Gebäuden, RU.
Wurde ich gespottet von einem RU. Okay. Gut, kann das daran liegen, dass ich hier gerade voll zwischen Busch stand. Busch stand. Läuft beim Namen. Okay, der wurde getötet. Ich hoffe, die Arti hat sich bei mir mich vergessen. Ich hoffe, die halten sie dort auf, Mann, weil das sieht nach aus, dass sie da ganz locker durchpushen. Und wir haben schon den Leopard verloren. Na super. Oh shit. Ein bisschen runter. Ich muss den Panzer immer manövrieren, wie ihr seht. Weil das Gun, die Gun Depression ist halt nicht vorhanden bei den Russen. Die ist halt sehr schlecht. Dafür ist sie bei den anderen Panzern ganz gut. Na, bleib doch stehen. Es ist schwer für mich, dich zu treffen. Waffenträger. Ja, das ist ein anderes Geschütz. Ja, mich zu treffen wird erstmal ein Traum sein. Ja gut, die kommen da einfach durch, wisst ihr, und das gefällt mir halt nicht. Jetzt hätten wir zum Beispiel den Waffenträger ohne Probleme töten können. Ich wollte HE laden. Wohin ging der Schuss? Weiß ich nicht. Artillerie killt Artillerie. Schon mal etwas Schönes zu wissen. Wunderschön zieht er sich zurück. Ich wurde wieder gespottet. Von wem ich gespottet wurde, weiß ich nicht. Von wem wurde ich denn gespottet? Ich verstehe das nicht. Wer zur Hölle sieht mich denn alles? Ist es dieser dreckige eine Panzer? Weil das regt mich schon langsam auf. Weil ich kann halt nicht aktiv tanken, aktiv da von der Deckung spielen. Die 100. Die 100 sehe ich eh gar nicht. Ich hoffe, die RU hat sich da verpisst. Alter Falter. Die stehen ja alle da. Und ich werde nicht gesehen. 400 Meter, nicht schlecht. Bleiben wir einfach mal hier stehen. Habe ich das Gefühl, das Team hat hier echt keinen Plan, wie sie spielen. Oh, Leopard sieht mich. Leopard sieht mich. Wer sieht mich nicht? Außer ein Leopard. Der hat mich nicht gesehen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Ach, wisst ihr was? Ich bleibe einfach stehen. Und nochmal gespottet. Wo? 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 Weiß ich nicht wo. Schuss geht nicht geradeaus. Ja, das war Gold. Gold lasse ich gerne abprallen. Was ist meine Stärke? Ja, ja, schau mich ruhig an, Kollege. Ich weiß, dass du geil auf mich drauf bist, aber... Ach, Kettenmeister, wie gesagt. Na, da können wir ja noch eins zum Match hinterherlegen. Und ein Deutscher, den kann ich wieder reporten gleich. Ihr wisst ja wieso. Wie heißt denn der? Und mein letzter Report geht für ihn. Wunderschön. Ja, leider wieder eine Niederlage. Also, was haben wir? Wir haben zwei Niederlagen, drei Niederlagen jetzt, ein Sieg. 10er Standard. Also man gewinnt mit dem 10er nicht so viel. Beziehungsweise vielleicht schon gewinnt man tun, aber sterben tut man oft genug. Von meiner Meinung, beziehungsweise von meiner Seite aus sterbe ich so früh. Oh Mann. Ja, bei dem kannst du nicht viel machen, außer in die Seite vielleicht. Oder mit Gold in den Turm. Aber hat er nicht viel gebracht. Seht ihr, die waren, wie viele waren sie da? 10 Leute oder so waren die da? Mindestens waren da 10 Leute, die da standen und haben verkackt. Hochhaus. Ja, Damage haben wir nicht viel gemacht. Scout hat hier alles gerissen, wunderschön. Und letzte Runde. Ja gut, ihr seht, ich reg mich nicht auf. Ich nehme das locker. Das ist, manchmal rege ich mich dann auf, aber meistens nehme ich es locker. Ui, das ist spannendes Match. Aber meine Bedenken sind sehr hoch gerade. Obwohl, wir haben hier Möglichkeiten. Ja, Möglichkeiten. Wir sind sehr gut getarnt, aber wir werden trotzdem gespottet sein von, wieso auch immer, den Deutschen.
die Deutschen uns sehen können, aber naja. Ich habe so das Gefühl, es gibt immer diese Paarungen, wo die Deutschen die Russen besser sehen, die Russen sehen besser die Franzosen oder so, und die Amis sehen halt die Deutschen besser oder was weiß ich wie. Auf jeden Fall sehen sie sich alle immer besser. Beziehungsweise schlechter. Weil die Russen sehen hauptsächlich gar nichts. So. Stonebreakery. Ihr seht sehr viele Deutsche hier anwesend. Das, ehrlich gesagt, ich bin kein deutsche Spielerhasser, aber je mehr deutsche Spieler ich sehe, desto mehr Niederlagen gibt es. Von beiden Seiten weiß ich nicht, wie das läuft, aber auf jeden Fall von meiner Seite, wenn es zu viele Deutsche sind, dann wird es nicht so schön sein. Weil die Deutschen reden mehr, als sie spielen. Wie Frauen. Nein, Scherz, ich habe jetzt nichts gegen Frauen. Ach Kollege, du machst dich hier jetzt nicht so wichtig und stellst dich in meinen Platz rein, weil sonst gibt's Fotzen. Ja, das habe ich mir auch gedacht. Wunderschön, stellen wir uns da hin. Warten wir, bis jemand kommt wieder. Können wir ein bisschen Damage verdreschen hier. Müssen wir aber schnell reagieren, weil sonst wird es natürlich ein bisschen eng. Auf diese Entfernung weiß ich nicht, wie wir da was machen können. Mal sehen. Sehr viele Medium-Panzer auf jeden Fall. Das wird auf jeden Fall sehr witzig. Ich wollte gerade sehen, ich dachte, der fährt da gerade hoch, aber es laggt ein bisschen durch das Bewegen von den Gegnern. Okay. Die trauen sich, die spielen jetzt gerade wie Heavies. Wisst ihr, Heavies gehen so ja auch in die Mitte und stellen sich da und kämpfen da. Aber mit Mediums ist es halt was anderes. Ah, da ist einer mal schnell hochgefahren. Und da könnte ich niemals reagieren. Ich liebe diese Spiele. Und jetzt steht er da. Jetzt steht er da ganze 5 Sekunden und dann kann ich nicht treffen. Er wäre jetzt tot. 736 Damage. Durchschnittsdamage 750. Also der müsste verreckt sein bei mir. Der nächste fährt runter. Ich bin abgeprallt. Ach, ey. Und ich wurde gespottet. Naja, noch besser geht's nicht. Besser geht's nicht. Der hat ja jetzt ist echt gerade getankt, Mann. Das glaube ich doch gar nicht. Ja, du kassierst, das ist mir wurscht. Wieso hat der Auto-Aim jetzt gerade gemacht? Ich habe mich verklickt. Ja, spotte mich ruhig, das ist mir auch schon egal. Natürlich gibt es da mehr Damage noch, bevor er stirbt. Ganze, wie viel? 600, 300 Damage hat er mir gegeben. Naja. Ich fahre noch näher ran, wisst ihr, damit ich gescheiten Treffer erlangen kann. Landen kann, nicht erlanden. Vielleicht sehen wir den hier besser, weiß ich nicht. Der Schuss fliegt auch. Achso, ja, der Nachteil an dem Panzer, der Schuss fliegt sehr langsam. Habe ich ja auch gerade festgestellt. Die Schüsse fliegen langsam, aber dafür treffsicher. Teilweise. Ja, langweiliges Gameplay, sage ich mal. Aber was soll ich da machen? Mit dem Objekt 263 wäre ich locker flockig davor gegangen, aber mit dem hier kannst du es nicht so machen. Weil seine Kette ist noch nicht so, wie es sein soll. Meine Güte. Selbst ich schlafe hier fast ein. Ich muss warten. Und ja, er wurde getötet. 6-4, wunderschön. Ich kann nichts machen. Der Objekt 263 hat sich schon verpieselt. Wunderschön. Ach je, klauen sie die Kills. Die Kills werden immer mehr, weniger, meine ich. Meine Güte, ich kann nichts mehr nehmen. Katsching hat's gemacht an meiner Kasse. Aber auch nur knapp, sage ich mal. Die da hinten sehen mich hoffentlich nicht, weil das wäre ein Witz. Ja, Mister, sehe ich dich nicht, nein. Geplatzt ist der Mister, wunderschön. Ja, wir können hier runter, es ist nicht so schlimm.
Der Panzer wird es schon irgendwie aushalten. Los, wunderschön. Okay. Ja, das letzte Match ist ziemlich langweilig verlaufen, aber ihr seht schon wieder, kein Damage, aber ein Sieg. Meine Güte. Ist ein bisschen kacke. So, Hauptsache ich verkack's nicht gegen den AMX, der hier ist. Dann ist er der letzte Gegner hier. Der letzte Gegner. Aber unser Team hat ganz gut gespielt. Ja, Captain müsste jetzt nicht wirklich. Das ist nicht wirklich notwendig. Mal sehen, wo die Scout rauskommt. Hauptsache ich mache jetzt keine überflüssigen Bewegungen oder unnötigen Bewegungen. Fahren wir uns einfach mal hier außen rum. Weil die Scout denkt, sie kann was machen noch. Hoffe ich mal nicht, dass sie was machen kann. Mal sehen. Die Scout wird jetzt überrascht. Und mal sehen, ob wir sie überraschen können. Beziehungsweise jemand anders kann sie vielleicht überraschen. Man weiß ja nie. Die Scout kann auch nicht mehr entkommen. Wahrscheinlich ist sie hier oben oder sie ist da unten. Aber sie dreht alle mit in den Tod. Nö, nee, der T-Objekt 40 tötet sie noch, bevor er selber verunfallt ist. Wunderschön. Ja, das hat er erreicht, was er wollte. Und wir haben noch erobert. Wunderschön. Na gut, leider nicht so viel Damage, aber immerhin konnte ich euch zeigen, dass er seine Tarnung auf jeden Fall optimalst nutzen kann. Vor Scouts und so weiter. Ja, ein Damage haben wir nur geschafft zu machen. Leider, leider. Aber auf jeden Fall ganz gutes Endergebnis, also zumindest ganz guter Win. Und ich hoffe, der Part hat wie immer gefallen und wir sehen uns dann morgen, denke ich mal, bei einer weiteren Let's Play World of Tanks wieder. Bis dahin. Ciao.